Alarm in München. Der Rettungswagen Trudering 7071 der Eicher Ambulanz eilt zu einer verletzten Person. Es ist der erste Einsatz an diesem Tag. Die Notfallsanitäter Marco Thalmeier und Sophia Kölbel haben gerade ihre 8-Stunden-Schicht begonnen. Passanten haben eine bewusstlose Person entdeckt. Bewusstlos auf der Straße beim S-Bahnhof, also ist ein Notarzteinsatz. Also bewusstlos ist immer recht unklar. Das kann meistens auch einfach nur ein Kollaps sein, weil die initial natürlich bewusstlos sind und das dann so gemeldet werden, aber dann wieder ihr Bewusstsein erlangen. Es kann Unterzucker sein, alkoholisiert, irgendwelche anderen Drogen oder Medikamenten, Überdosierungen oder halt im schlimmsten Fall eine Reanimation tatsächlich, also ein Herz-Kreislauf-Stillstand. Wo ist das? Stand das da? Auf der Straße schon. Auf der Straße. So schauen, da winken sie ja. Schon. Was wird die zwei am Einsatzort erwarten? Bei der Patientin soll es sich um eine junge Frau handeln. Für die Sanitäter zählt jede Sekunde. Na, wir nehmen jetzt alles mit, damit wir nicht noch mehr extra zum Auto laufen müssen. Die Verunglückte liegt direkt auf dem Bürgersteig. Hallo. Hallo, was ist denn passiert? Ich weiß es nicht, ich bin vorbeigefahren, habe die Dame hier liegen sehen, haben angehalten, sind rüber. Okay. Hallo, grüß Sie. Sie war total verkrampft. Atmung war in Ordnung, ist aber nicht ansprechbar und die Pupillen sind sehr klein und reagieren überhaupt nicht. Okay. Haben Sie gesehen, wie sie gekrampft Nein. hat? Ja, ja. Sie sind gerade entlang gefahren, haben die Frau nur am Boden gesehen. Da haben gesagt, halten Sie doch mal an. Genau. Hallo, grüß Sie, der Rettungsdienst. Ich habe vorhin mit dem Fingerpuls gemessen, hat sich jetzt Darf ich mal kurz die super Hand abnormal angefühlt. Ja. Na. Vielleicht ein bisschen schneller als normal. Warum die Frau kollabiert ist, völlig unklar. So wellenartig kommt die an. Grüß Sie, können Sie mal die Augen aufmachen? Alles gut. Schauen wir mal, ob ich einen Zucker messen kann. Darf ich meinen Blutdruck messen? Alles gut, gell? Können Sie mit uns reden? Aber kennen tut's jetzt keiner von Ihnen. Alles gut. Alles gut, hallo, der Rettungsdienst. Grüß Sie. Verstehen Sie uns denn? Also wir haben eine gute Sättigung von 47. 97, ja. 97, Entschuldigung, meine, ja. Hallo, was ist denn los? Der Blutdruck ist völlig in Ordnung. Wie heißen Sie denn? Ach, Moment, Zucker. Nicht erschrecken, ich messe einmal kurz bei Ihnen Zucker, gell? Wird kurz kalt. Gibt einen Stich, gell? Die Frau ist noch immer verkrampft. Achso. Darf ich mal Ihren Finger haben, bitte? Und ihr habt erste Hilfe geleistet, oder? Alles gut, alles gut. Was fehlt der jungen Frau? Sollen wir mal schauen, ob wir ins Auto kommen? Verstehen Sie mich? Hallo. Ich mach das mal kurz weg, weil sonst stranguliert es sich hier. Servus, hallo. Hi. Ja, wenn Sie uns die Trage holen das kann, super, dass wir mal ins Auto kommen. Schauen wir denn? Ja, das wissen wir auch nicht unklar so ganz. Unklares Geschehen, eher. Also unklar bewusstlos, könnte ein Krampfanfall gewesen sein. Nee, vielen Dank fürs Helfen. Nur weil ich, cool. Der war, der die Rettung kontaktiert hat, ja. Mein Name hinterlegt war, meine Aufgabe ist getan, oder? Ja. Alles gut, vielen Alles Dank. Alles gut, vielen Dank fürs Helfen. Die Sanitäter bekommen Unterstützung von der Berufsfeuerwehr. Zudem ist eine Notärztin auf dem Weg. Können die Retter herausfinden, was mit der Frau los ist? Es hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass sie ein bisschen gekrampft hat. Ja, so, wobei sie jetzt keine weiteren Zeichen für einen Krampfanfall hat, wie Einnässen oder ein Zungenbiss oder ähnliches. Und jetzt sind wir so ein bisschen in Richtung psychogenes Krampfgeschehen. Und jetzt muss man eben, die Notärztin versucht jetzt eine Bindung zu ihr aufzubauen, um herauszufinden, wo sie herkommt, was ihr Problem ist. Hallo, ich bin die Notärztin. Ja, gut. Wir legen dich jetzt mal auf die Trage, okay? Mach mal. Das Notfallteam bringt die Patientin in den Rettungswagen, wo man sie näher untersuchen kann. Ihnen ist mittlerweile klar, dass es sich eher um einen psychiatrischen Fall handelt. Inzwischen ist die Betroffene wieder ansprechbar. Die Ärztin kann sie jetzt befragen. Das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen herauskristallisieren, wo sie herkommt. Und sie dann dementsprechend wieder, vielleicht ist sie schon in einer betreuenden Einrichtung, dass sie da dann eben wieder zurückgebracht wird. Jetzt ist also behutsames Vorgehen angesagt.
Können Sie uns sagen, wie Sie heißen? Können Sie uns sagen, was passiert ist? Tut Ihnen irgendwas weh? Nein. Die Ärztin findet heraus, dass die junge Frau aus einer nahegelegenen Psychiatrie weggelaufen ist. Sophia und Marco bringen sie dorthin zurück und übergeben sie den Pflegekräften in der Einrichtung. Die hatten schon nach ihr gesucht und sind froh, dass ihre Patientin wieder aufgetaucht ist. Rund 500 Kilometer nördlich in Magdeburg befindet sich eine Rettungswache der Johanniter. Hier sind drei Rettungswagen 24 Stunden in Bereitschaft. Robert Schumann und Steffen Jünemann bilden heute ein Team. Die zwei müssen zu einer Wohnungsöffnung. Okay, danke schön. 713 hat verstanden. Also die Meldung heißt bei uns Person hinter Tür. Die Leitstelle hat uns gerade durchgegeben, die Person wird seit mehreren Tagen vermisst. Wie viele Tage genau, wissen wir nicht. Von daher wird davon ausgegangen, dass es sein kann, dass die Person erkrankt ist oder gar tot ist. Ein Nachbar des vermissten Rentners hatte die Leitstelle alarmiert. Er hatte den Mann zuletzt vor einigen Wochen getroffen, danach nicht mehr. Die zwei Sanitäter bereiten sich deshalb auf das Schlimmste vor. Die Wohnung befindet sich in einem Plattenbau am Stadtrand. Er sagt, das Fenster wäre es. Hier? Das, was da offen ist. Wir werden immer zusammen sofort mit einer Feuerwehr alarmiert, die für die Türöffnung zuständig ist, da wir davon natürlich gar keine Ahnung haben und gar kein Equipment besitzen. Die Feuerwehr öffnet in der Regel relativ zügig die Tür auf irgendeine Art und Weise und dann haben wir immer wieder eine neue Lage, die sich darstellt. Hallo, wir sind gerade eben angekommen. Das Fenster habt ihr gesehen, ja? Der Feuerwehrmann versucht jetzt, die Tür zu öffnen. Sollte das nicht gelingen, können seine Kollegen immer noch mit der Drehleiter über das gekippte Fenster in die Wohnung einsteigen. Nach mehreren Versuchen gibt der Beamte auf. Er will das Schloss nicht mit Gewalt knacken. Jetzt müssen die Kameraden draußen am Fenster übernehmen. Inzwischen ist auch die Einsatzleiterin da. Und Sie wohnen oben drüber? Ich wohne genau oben drüber. Und Sie haben seit wann nicht mehr gelebt? Etwas mehr wie 2 Wochen. Und jetzt, Sie waren auf der Meldung, oder? Ich sehe ihn ja immer, ich treffe ihn an der Straßenbahn, beim Einkaufen und, ja, okay, oder unten am Briefkasten. Seit wann haben Sie bemerkt, seit wann das Fenster offen ist? Also das Fenster ist auf seit 3 Wochen ungefähr. Und da habe ich ihn noch einmal gesehen, okay, innen am Balkonfenster, weil er wollte ab und zu mal Fotos auf dem Balkon. Ja, okay. Und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Sind dann hier 2 Zugänge? Ich bin hier. Rettungssanitäter Steffen hört Geräusche in der Wohnung. Die Feuerwehr hat es offenbar von außen in das Apartment geschafft. Ist der Vermisste da und ist er noch am Leben? Der Mann liegt regungslos am Boden. Gut, das ist sehr sichere. Wahrscheinlich, aber das Fenster war offen, naja. Das war das Angeklappte, ja. Das war das Angeklappte. Das war offen, ja. Mhm. Gut. Klemmst du ein EKG, Steffen? Mhm. Ja, das ist verstanden. Und wie sieht's aus? Naja. Also, doch, mach mal. Also, klemm mal nur an die Extremitäten, nur mal. Mhm. Es liegen sichere Todeszeichen vor. Es ist nicht erst heute passiert, das Ganze, wie wir sozusagen gehört hatten. Also es geht um mehrere Tage, das Ganze. Von daher wird jetzt noch ein Notarzt zur Todesfeststellung zur ersten vorbeikommen. Ja, das wäre der nächste Werdegang. Ja. Das EKG zeigt keine Herzaktivität mehr an. Damit ist der Fall leider klar. Kurz darauf trifft der Notarzt ein. Hallo, hier in der Stube liegt er am Fenster. Gott sei Dank. Wir haben bis jetzt noch nicht wirklich irgendwelche Art von Dokumenten finden können.
Ja, geöffnet, genauso vorgefunden, also außer, dass wir das EKG geklemmt haben, nichts weiter verändert jetzt an der ganzen Szenerie. Der Rettungsarzt schaut sich den Leichnam noch einmal genauer an. Er stellt fest, der Mann ist schon vor mehr als einer Woche verstorben. Fremdeinwirkungen gibt es keine. Naja, hier sind alles total historische Lokomotivaufnahmendokumente. Hier, das sieht halbwegs, nee, ist auch nichts Modernes. Ja, wir müssen irgendeine Identität haben, ja. Beim Durchsuchen der Garderobe wird Steffen plötzlich fündig. Ja, halt. Ich bin dich. Bitte. Da hätten wir was. Ist was bei? Ja, guck mal. Krankenkassenkarte. Das haben wir schon mal. Okay, dann schauen wir die Klappe vor. Guck mal, Vorstands. Warte mal, was ist das? Doch, halt, hier. Sieht von was? Hier ist ein DDR-Führerschein. Fehlt noch was, Robi? Naja, so ein richtiger Personalausweis ist hier nicht. Ah, doch. Jetzt. Endlich. Wir haben ja jetzt die Wohnung von dem älteren Herrn gesehen und auf die Lebensgeschichte ist da relativ gut sichtbar, was dort noch rumliegt und dass vor allem ganz, ganz, ganz viele alte Dinge sind, an denen er anscheinend sehr dolle gehangen hat. Und wenn man sich das überlegt, dass er in dem Sinne auch hier leider Gottes alleine verstorben ist, völlig einsam damit, ist das natürlich in dem Sinne nicht schön. Die Sanitäter können hier nichts mehr tun. Ab jetzt übernimmt die Polizei. Der Kriminaldauerdienst muss die Wohnung noch untersuchen. Wenn definitiv feststeht, dass der Tod ohne Fremdeinwirkung erfolgt ist, wird die Leiche zur Bestattung freigegeben. Zurück zur Rettungsstation der Eicher Ambulanz Union in München. Die Mitarbeiter hier fahren Einsätze im Schichtdienst, rund um die Uhr. Die 24-jährige Sophia Kölbel hat ursprünglich Krankenschwester gelernt. Seit 2 Jahren ist sie jetzt Notfallsanitäterin. Trotzdem gibt es noch Fälle, vor denen sie Respekt hat. Eine Reanimation. Also das ist halt wirklich was, wo man dann sagt, da zählt jede Sekunde. Wobei das natürlich auch bei einem Schlaganfall zählt auch jede Sekunde. Und genauso auch beim Herzinfarkt. Oder auch bei einem Polytrauma oder schweren Verkehrsunfall. Marco Thalmeier ist über die Freiwillige Feuerwehr zum Rettungsdienst gekommen. Seit 6 Jahren ist er bei der Eicher Ambulanz. Der 25-Jährige hat ebenfalls die 3-jährige Ausbildung zum Notfallsanitäter absolviert. Die größte Schattenseite, glaube ich, unseres Geschäfts ist so das Elend, das Leid und auch natürlich der Tod. Mit dem werden wir jeden Tag konfrontiert. Und tatsächlich, man sieht sehr viele Schicksale in diesem Job und das ist dann eher so die Schattenseite von diesem Ganzen. Die Rettungsleitstelle hat den nächsten Auftrag durchgegeben. Eine junge Frau hat starke Blutungen im Unterleib. Marco und Sophia fahren sofort los. Es kann schon auch ernst sein, also das kann man eben so nicht sagen. Da müssen wir jetzt schauen, was sie uns wirklich erzählt und was sie sagt, welche Symptome sie hat und so. 12 Minuten. Länger sollte ein Rettungswagen nicht bis zum Einsatzort brauchen. Diesmal liegt das Ziel in einem Wohnviertel in den Münchner Außenbezirken. Nach rund 10 Minuten ist das Team vor Ort. Hast du es? Da. Die Kranke lebt mit ihren Geschwistern bei ihren Eltern. Die Mutter hat die Rettungsstelle angerufen. Hallo. Erzähl mir, was ist denn los? Ich hab Schmerzen. Schmerzen? Wo denn? Ich hatte meine letzte Tage und die haben bis heute nicht aufgehört. Ich hatte richtig Schmerzen. Also hast du deine Periode regelmäßig sonst? Ja, eigentlich. Schon? Ja. Und waren es jetzt Arbeiten dann in letzter Zeit? Ja, ich war heute. Heute? Eine und war es den ganzen Tag so schlimm mit den Schmerzen? Mhm. Okay. Hier schlecken wird nass und kalt. Darf ich einmal kurz ein bisschen auf den Bauch drücken, um schauen, ob das irgendwie verhärtet ist? So, nicht sag mir mal, wo es weh tut. Tut's weh, wenn ich drücke? Mhm. Und überall gleich weh. Ja. Hier oben aber nicht, oder? Da auch? Mhm. Na gut, da wir jetzt nicht wirklich sagen können, was da jetzt los ist bei dir und wir können jetzt auch nicht reinschauen, würden wir dich einmal mitnehmen ins Krankenhaus. Mhm. Würden wir wohin fahren, die eine Gynäkologie haben.
damit damit noch mein Ultraschall gemacht wird und geschaut wird, was da los ist. Natürlich kann so eine Blutung schon auch sehr stark sein und dann natürlich auf Dauer auch unter gewissen Umständen eine Lebensgefahr darstellen. Um Klarheit zu schaffen, muss die Patientin im Krankenhaus gründlich durchgecheckt werden. Der jungen Frau ist es offensichtlich unangenehm, über ihr Leiden zu sprechen. Sie war anscheinend auch Muslima, deswegen auch mit Kopftuch und so. Die haben natürlich das jetzt bei, wenn ich die jetzt körperlich untersuche, dass jetzt nicht dann der Marco irgendwie hingeht und dann die am Bauch anlangt und sowas, dass man da schon drauf achtet, dass das dann auch eine Frau macht. Wir haben leider sehr viele Gurte wie im Rennauto. Aber nicht, dass es uns noch eine Trage rutscht. Im Krankenhaus stellt sich später heraus, dass alles in Ordnung ist. Und die Patientin am selben Tag noch entlassen werden konnte. Szenenwechsel. In Magdeburg macht die Rettungscrew ebenfalls ihr Fahrzeug bereit. Robert Schumann ist seit seinem Abitur bei den Johannitern. Der 25-Jährige studiert momentan auch Medizin. Trotz Stress und der hohen Belastungen durch den Job, er ist immer noch begeistert von seinem Beruf. Vor allem ist es die Abwechslung. Also allein schon, dass jeder Fall anders ist, dass das gar nicht möglich ist, dass sich irgendwas ähnelt in irgendeiner Art und Weise. Und dass natürlich auch jeder Mensch, vor allem in den besonderen Situationen, völlig anders ist. Steffen Jünemann ist seit rund einem Jahr Rettungssanitäter und muss sich noch an einiges gewöhnen. Ganz klar Situationen mit Kindern. Ja, wenn die schwerst verletzt sind, etc. pp. Verkehrsunfälle sind schon belastend. Jeder Rettungswagen fährt über 3000 Einsätze pro Jahr. 8 Helfer sind pro Schicht in Bereitschaft. Die Teams arbeiten zwischen 12 und 24 Stunden. Robert und Steffen sind schon seit 2 Stunden im Einsatz. Die Leitstelle hat uns das Einsatzstichwort Sturz gegeben. Das bedeutet sozusagen, dass wirklich nur ein Passant hingefallen ist und wir haben die Info bekommen, da wäre wohl eine ältere Dame gestürzt und hätte sich im Gesicht ein paar Läsionen zugezogen. Und da müssten wir jetzt mal gucken, welches Ausmaß die sozusagen haben. Ja. Das Ziel in einem Wohngebiet ist erreicht. Hast du deine Maske? Der verletzten Frau haben Passanten spontan geholfen. Guten Morgen, der Rettungsdienst, Johanniter Unfallhilfe. Okay. Schwindlig. Ja. Das Knie ist ganz völlig voll und heiß. Also die kann ich auch gar nicht. Christa, lass mal dein Bein. Wie ist denn das passiert? Sie sind gestolpert oder wurde Ihnen komisch irgendwann zwischendurch? Mein Mann hierher wollte zum Friseur. Ja. Da bin ich scheinbar hier in einer Ritze gestolpert. Okay. Ja. Und direkt danach haben die Damen hier im Shop das gemerkt und gleich angerufen, ja? Was tut Ihnen jetzt genau alles weh? Das Knie, hatten Sie gesagt, ganz Schmerz? Schlecht, ja, das Knie und hier ist ganz schwindelig. Das Gesicht, tut das dolle weh? Ich gucke mir das gleich mal an. Ich gucke mal kurz auf den Kopf, ja? Da bin ich auch drauf gefallen. Können Sie den Mund mal auf und zu machen? Ja. Okay. Tut das weh beim Öffnen und Schließen des Mundes? Nein. Nicht, nein. Ich fasse noch mal ein bisschen an die Nase, ja? Ach ja, oh. Der nächste Plan wäre, dass wir versuchen, irgendwie im Auto uns das weiter anzugucken, ja? Wenn ich hier an die Hüfte fasse, tut das weh in irgendeiner Art und Weise? Nein. Ist wirklich das Knie, ja? Das gucken wir uns dann gleich an, ja? Wenn ich hier hinten in den Nacken fasse? Auch nicht. Auch nicht, okay. Die Problematiken sehen wir ja. So wie sich das darstellt, müssen wir über ein Schädel-Hirntrauma reden. Ja, wenn die Patientin nach einem Sturz auf den Schädel mit solchen Verletzungen über Schwindel, zunehmende Müdigkeit, ja, Übelkeit redet, muss man schon über ein Schädel-Hirntrauma nachdenken. Und das Knie, was ja so schon voroperiert war mit einer Prothese, ist natürlich auch eine bedenkliche Geschichte. Ja. Das wird jetzt noch mal leider wehtun. Ja. Ich versuche, das Bein möglichst gerade zu halten. Ja. Schön durchatmen. Ich schaffe mich doch trotzdem. Geht das? Geht das, Steffen? Ja. Sagst du an? 1, 2, 3. Alles gut, Christa. Alles gut. Ist das jetzt in der Position gerade aushaltbar? Ja, das stimmt. Ja? Okay. Wegen des Verdachts auf ein Schädeltrauma muss die Frau so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Es gibt jetzt eine Halskrause erstmal um, ja? Die machen wir dann in der Notaufnahme eventuell wieder ab. Ja? Weil sie sind ja doch auf den Kopf gefallen. Ja. Ja?
Ja, das sieht gut aus. Jetzt mal ein bisschen vorbiegen. Erst wenn die Halskrause für die Patientin richtig eingestellt und angelegt ist, dürfen die beiden losfahren. Der Kollege hält den Kopf ein bisschen. Okay. Ja. Entschuldigung. Alles noch geht's wieder? Entschuldigen, ja, ja. War keine Absicht, ja. Sie brauchen sich da nicht zu entschuldigen, wir machen nur ihre Arbeit. Stürze älterer Menschen ziehen oft Knochenbrüche nach sich. Die Komplikationsrate ist hoch. Laut der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie werden pro Jahr mehr als 400.000 Menschen nach einem Sturz ins Krankenhaus eingewiesen. Die häufigste Diagnose ist der Oberschenkelhalsbruch. Das Durchschnittsalter dieser Patienten liegt bei 82 Jahren. Jeder Zehnte stirbt daran. Robert übergibt die Patientin an die Kollegin der Notaufnahme. Hier kann der Frau jetzt umfassend geholfen werden. Gut, für uns war es jetzt Standard. Für die Frau war es jetzt nicht so schön, ja. Aufgrund der Symptomatik, die ja noch soweit noch ein bisschen unklar ist. Hoffen wir das Beste, ja. Zurück in München. Die beiden Notfallsanitäter Sophia Kölbel und Marco Thalmeier machen eine kurze Pause. Auch die wird sinnvoll genutzt. Autowaschen hat auch was sehr Meditatives. Okay, auf der Seite könntest du dann runter waschen. Gell? Super. Nach der gründlichen äußeren Reinigung checken die beiden noch einmal alle wichtigen Systeme im Inneren des Wagens. Gerade die Abwechslung gefällt Sophia an ihrem Job. Wenn ich in die Arbeit komme, ich kann nicht sagen, was erwartet mich heute. Ich weiß nicht, wie viele Einsätze, ich weiß nicht was. Und das ist einfach so ein bisschen dieser Adrenalinkick, den man dann auch hat. Das, was den ganzen Beruf so spannend macht einfach auch. Und dass man wirklich einfach auch Erster bei einem Notfall ist und quasi schon mal den bestmöglichsten Weg einleiten kann für den Patienten. Diese Chance hat Sophia jetzt wieder. Der Rettungswagen Trudering 7071 ist auf dem Weg zu einer verletzten Person. Es ist ein Fahrradsturz gemeldet. Anscheinend hat er eine Handverletzung. Mehr wissen wir jetzt auch noch nicht. Jetzt schauen wir mal. Es steht da, dass wir jetzt erstmal alleine kommen. Also wird auch keine Polizei und auch kein Notarzt jetzt erstmal dabei sein. Bis zu 7 Einsätze fahren die beiden pro Schicht. Marco sitzt am Steuer des Rettungswagens. Er kennt die Gefahrenzonen im Straßenverkehr. Typischen Kreuzungssituationen, wo sich staut, so halt besonnen hinfahren, so ein bisschen schauen, was die Autofahrer machen. Zum Glück machen die anderen Verkehrsteilnehmer heute sofort Platz für den Rettungswagen. Ach, da hinten. Ach so, warte. Ja. Da hinten, wo die stehen, oder? Dahinter. Und der geht's gar nicht gut. Also ja. Die ist hyperventiliert, kann ja alles vom Radl von einer okay älteren Frau. Wir schauen uns an. Danke. Der Unfallort befindet sich am Rande eines belebten Parks. Passanten haben der verletzten Frau geholfen und die Rettungsstelle angerufen. Jetzt übernimmt die 24-jährige Sanitäterin. Und ich schaue mir gleich die Patientin. Hallo, grüß Sie. Genau, jetzt erzählen Sie mich mal, was ist passiert? Also ich wollte vor Schreck bremsen, weil ich ein Fahrrad gesehen habe. Und da ist mir das Vorderrad zur Seite gerutscht. Und ich bin von Ihnen was auf diesen Arm gefallen. Und zwar irgendwie hatte ich den Arm wohl abgeknickt. Ich weiß nicht wie. Ja. Und jetzt tut es hier vorne weh, oder? Ja, sichtbar. Ja, sieht man schon. Das ist wahrscheinlich gebrochen. Ja. Kurze Frage, sind Sie auf den Kopf auch gefallen? Nein. Nein. Haben Sie einen Helm getragen? Auch nicht. Auch nicht, okay. Tut jetzt sonst irgendwo was weh? Wenn ich jetzt mal hier hinten so klopfe? Also war nicht bewusstlos. Okay. Nicht hier oben tut nichts weh. Also wir haben eine klare Fehlstellung am linken Handgelenk. Ja. Sollen wir das gleich mal schauen, ob wir mit dem Samsplint irgendwie. Ja, genau. Schienen? Also wir würden jetzt mal versuchen, ihr Handgelenk zu schienen. Wenn es mit den Schmerzen geht, dann passt. Und wenn es gar nicht geht, dann kriegen Sie was gegen die Schmerzen. Okay? Ja. Okay. Schon, ja. Okay, Sie kriegen von mir jetzt eine Schiene. Ja? Das ist Ihr Handgelenk, das ist wahrscheinlich gebrochen. Ja? Und jetzt schienen wir das. Ja, lass uns den Arm einfach so locker liegen. Dann kriegen Sie auch ein Coolpack.
Das hilft auch schon ein bisschen, dass es nicht weiter anschwillt. Und dann müssen wir in die Klinik fahren, gell? Ja. Okay. Die Kollegin wird ganz leicht den Arm anheben. Ja. Und dann legen wir das da einfach drauf. Ja. Ist es so angenehm, oder? Ja. So geht's? So ist gut, glaube ich, oder? Ja. Halt du einfach hoch, ja. Ich mach. Der gebrochene Arm ist erst versorgt, doch die Patientin muss noch in die Klinik transportiert werden. Es sieht so aus, als wäre es frakturiert, also dass der Knochen gebrochen ist, das Handgelenk. Weil man eben deutlich diese so eine Kurve hat, sozusagen, also eine Fehlstellung. Das ist eigentlich schon ein sicheres Frakturzeichen. Und durch diese Schienung verhindern wir halt, dass da jetzt irgendwelche Nerven oder Ähnliches verletzt werden auch, ja. Die Frau hat große Schmerzen beim Bewegen des Handgelenks. Deshalb wird es durch eine Schiene ruhig gestellt. Die Sanitäter sind jetzt besonders vorsichtig beim Aufladen auf die Trage. Der Arm muss möglichst ruhig gehalten werden. Die Angehörigen der Patientin sind bereits informiert worden. Und die Tochter ist auf dem Weg, oder? Ja. Wie lange brauchen die ungefähr noch? Bis zu jedem Augenblick. Dann warten wir noch auf die Tochter kurz, oder? Ja, wir schauen ihnen noch mit dem Auto ein paar Werte an. Hallo, genau. Ich bin die Tochter. Ah, hallo. Mit dir schon wieder. Ja. Sag mal, kümmerst du dich dann? Ich kümmere mich um Fahrrad und alles. Das machen wir gleich. Sie kann gleich aus, noch einmal, ja, kurz ins Auto reinschauen und mal mit der Mutter reden. Wegen der Corona-Pandemie dürfen Verwandte nicht im Auto mitfahren. Im Münchner Stadtgebiet war 2020 jeder dritte Unfalltote ein Radfahrer. Du bist aber arg blass jetzt, wenn ich das mal sage. Ich hab mich so erschrocken. Ja, Mensch. Die verletzte Radlerin hat zum Glück keine schweren Kopfverletzungen. Trotzdem geht es jetzt zügig zur Notaufnahme. Dort wartet man schon auf die Patientin. Denn es soll so schnell wie möglich geklärt werden, wie schwer die Verletzung am Arm wirklich ist. Die Patientin kriegt jetzt ein Röntgenbild von ihrem Handgelenk, um zu schauen, ob das wirklich gebrochen ist. Die Anzeichen dafür waren eigentlich ziemlich sicher. Und da muss man schauen, wie man das Ganze versorgt, ob man das gipsen kann oder ob das dann operativ verschraubt werden muss, dass das Handgelenk wieder richtig steht. Inzwischen ist auch die Tochter eingetroffen. Die Betreuung von Angehörigen gehört ebenfalls zum Job. Die werden ja meistens irgendwie einfach aus einer Alltagssituation rausgeklingelt. Dann heißt es, ja, ihre Mutter oder ihr Vater liegt im Rettungswagen. Und natürlich denken da alle erstmal, gehen erstmal alle vom Schlimmsten aus. Und dann, wenn die aber da sind und man erklärt es denen so, dass es vielleicht doch nur halb so schlimm ist, dann ist das auch schon wieder besser. Ein anspruchsvoller Beruf. Für rund 3.200 Euro brutto inklusive Schichtzulagen. Der Notfallsanitäter ist die höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst. Es wird Nacht über der bayerischen Landeshauptstadt. Der nächste Fall. Ein 23-jähriger Patient mit Herzbeschwerden. Etwas ungewöhnlich für einen jungen Mann. Wie soll ich jetzt fahren? Ich fahre jetzt geradeaus. Ich weiß es nicht. Ja, fahr mal hin. Jetzt links. Der Notleidende fühlte sich so unwohl, dass er die Rettung verständigte. Damit er besser Luft bekommt, ist er ins Freie gegangen und wartet nun mit seinem Bruder am Straßenrand. Dog. Ah ja. Hallo. Magst du gleich mit reinkommen? Du bist der Freund, oder? Der Bruder, ja. Der Bruder. Genau. Kannst du mir erzählen, was passiert ist? Ja, also wir waren normal zu Hause und er hat dann bei mir angeklopft und meinte, er hat halt so Herzschmerzen und im Arm zieht es halt ein bisschen. Mhm. Ging noch eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich Puls von 130 durchgehend. Okay. Arm schwach angefühlt und taub. Mhm. Atemnot ein bisschen und also so ein Hitzegefühl in der Brust einfach. Okay. Schmerzen und Übelkeit. Also ich hab echt gedacht, ich kotze gleich und Durchfall gehabt, wie so auf einmal. Okay. Und wie ist jetzt im Moment? Jetzt durch die frische Luft ist der Puls ein bisschen runtergegangen. Mhm. Übelkeit ist noch da, schwummrig fühle ich mich ein bisschen.
Okay. Kurzatmig. Kann es sein, dass du irgendwie mit zu schnell geatmet hast vorhin? Ja. Ich achte eigentlich schon drauf. Okay. Das letzte Mal passiert, dass ich hyperventiliert bin, aber. Okay. War jetzt nicht so. Okay. Marco, magst du mal kurz ein EKG anlegen, bitte? Ja, natürlich. Also, der Bruder hat gemeint, ich weiß nicht, wie viel du weißt, also gab anscheinend in der Vorgeschichte mal Panikattacken, bisschen Stress zurzeit, oder? Ja. Ah, okay. Gut, genau. Magst du aus deiner Jacke mal kurz rausschlüpfen, bitte? Marco macht ein EKG. Mit der sogenannten Elektrokardiographie misst man die elektrische Aktivität des Herzens. Dann gehen wir nach unten an die Seite vom Bauch und checken. Hat sich irgendwas verändert schon? Inwiefern? Besser geworden, schlechter geworden. Ja, so Übelkeit ist auf jeden Fall noch da. Kopf fühlt sich halt komisch an. Puls merke ich, ist halt jetzt runtergefahren ein bisschen. Okay. Einfach mal ruhig sitzen bleiben, nicht bewegen, nicht sprechen. Die Herzaktion wird über die Elektroden abgeleitet und in Gestalt von Kurven aufgezeichnet. Schlägt das Herz des Patienten störungsfrei? Also soweit schaut jetzt alles ganz gut aus. Erstmal die Werte, die wir bis jetzt erhoben haben. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen weiter. Hast du jetzt immer noch irgendwie das Gefühl, dass du einen Druck auf der Brust hast? Oder so ein Brennen, hast du ja gesagt, ist es eigentlich? Kurzatmig halt ein bisschen. Und es war halt jetzt auch immer wieder so ein kleines kurzes Stechen. Okay. Die Werte, die wir bis jetzt haben, die sind alle ganz gut. Sind in Ordnung. Der Puls ist jetzt ungefähr bei 100. Ist immer noch ein bisschen schnell, aber okay. Genau, 97er Sättigung ist auch vollkommen in Ordnung. Das heißt, Luft kommt genug an bei dir im Körper, Sauerstoff. So, nicht erschrecken, gibt einen kurzen Stich. Ich habe dann zwar halt auch ein bisschen Angst bekommen, weil ich bin dann halt auf Google geschaut und Ist eine ganz doofe Idee. Das ist auch bescheuert. Ich muss halt überhaupt nicht. Vorsicht, einmal fest draufdrücken. Ja. Also so, was wir bis jetzt so rausfinden konnten, ist, wie gesagt, alles unauffällig. Ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht doch so ein bisschen eine Panikattacke war, so in die Richtung. Ja. Ich weiß nicht, also wir können dir anbieten, dass wir dich mal mitnehmen ins Krankenhaus. Prinzipiell würde ich jetzt eigentlich erstmal sagen, nicht. Ich glaube, das Beste wäre, wenn du jetzt heimgehst, einfach jetzt entspannt machst, irgendwie eine Serie anschaust und dann einfach schlafen gehst. Entwarnung also. Der junge Mann hatte wohl nur eine Panikattacke. Die Symptome waren aber so beunruhigend, dass sein Bruder, der Altenpfleger ist, den Notruf gewählt hatte. Sie gehen jetzt davon aus, dass ich halt hyperventiliert habe, in der Angst quasi, und dass es daher gerührt hat, die Symptome. Und wie ist die Gefühlslage jetzt, nachdem er durchgecheckt worden ist? Sorgenfrei, würde ich mal sagen. Also ich bin beruhigt und ja, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen. Genau. Vielen Dank. Sehr gerne. Ciao, alles Gute. Also letztendlich, lieber kommen wir einmal zu oft, wie dass es zu spät ist. Und natürlich hat sich der Patient auch in der Situation, wo sie den Notruf gewählt haben, in einer ausweglosen Lage gesehen. Er hatte ja diese Angst und diese Panik. Und natürlich kann sich das innerhalb von ein paar Minuten wieder normalisieren. Aber es kann natürlich auch sich verstärken, dass der immer mehr in diese Panik reingerät. Wer Rettungskräfte ruft, weil er der Meinung ist, dass es sich tatsächlich um einen Notfall handelt, der macht sich weder strafbar, noch muss er den Einsatz bezahlen. Die beiden Sanitäter haben keine Verschnaufpause. Auf dem Rückweg zur Station erreicht das Rettungsteam der nächste Notruf. Wir haben einen Sturz in einer Wohnung. Das Ganze ist gemeldet vom Haus Notruf. Da ist wohl jemand gestürzt und hat sich eine Kopfplatzwunde zugezogen. Kann halt eine Gehirnerschütterung haben oder auch tatsächlich durch den Sturz, wenn er Blutverdünner oder ähnliches nimmt, kann er halt auch im schlimmsten Fall eine Hirnblutung haben. Und das könnte lebensgefährlich sein. Der Verunglückte lebt allein zu Hause und wird regelmäßig von einem Pflegedienst betreut. Den hat er nach seinem schweren Sturz alarmiert. Eine Mitarbeiterin ist seitdem vor Ort, um dem Mann zu helfen. Sie hat aufgrund seiner Kopfverletzungen den Rettungsdienst gerufen. Die Sanitäter müssen sich jetzt ein Bild machen und dann entscheiden, ob ein Notarzt hinzugezogen werden muss. Okay. Grüß Sie Gott. Grüß Gott, was ist denn passiert? Gestürzt bin ich.
gestürzt, oh weia. Gestolpert halt. Gestolpert, oh mein, mein. Da bin ich an der Tür. Ich bin mir aber wahrscheinlich nicht aufgehört. Nicht so stark. Nicht erschrecken, ich taste mal Ihren Kopf ab, gell? Nein, es fällt gar nichts. Da tut das irgendwie weh? Es ist nur bloß da, da hinten. So stark Blut hat, gell? Tut da hinten was weh? Nein, da ist gar nichts. Nix. Gar nichts. Okay, und da nicht erschrecken. Da ist aber alles. Ja. Da tut nichts weh, oder? Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Es ist nur bloß, ich bin an der Türklinke ins Bad reingegangen und dann habe ich da angehaut. Wir deren das verbinden, gell? Ja, ja. Denn da kommen Ressen drauf. Und dann werden wir ins Krankenhaus fahren müssen. Ah, nein, das ja, doch, nicht. Da kommen wir nicht drum rum. Sie haben da ein sauberes Pickel gekriegt. Nicht erschrecken. Macht das mal alles ein bisschen sauber. Die blutet schon ordentlich. Ja, ja. Ja, ich habe so stark geblutet, gell. Der Rentner mit dem starken bayerischen Akzent ist 95 Jahre alt und hört schon etwas schlecht. Zudem hat er überhaupt keine Lust, ins Krankenhaus mitzufahren. So. Wunde verarztet. Und jetzt? Das Schlimme, ich brauche nicht ins Krankenhaus. Das verteilt, verheilt schon. Na, das verheilt eben nicht. Wenn es nichts fürs Krankenhaus wäre, würde man es Ihnen ja nicht anbieten. Ja. Wissen's? Ich schaue gerade mal auf den Blutdruck. Ja. So. Haben Sie schon gegen Corona geimpft? Ja. Sans. Zweimal. Wunderbar. Feber auch schon, ja. Wunderbar. 180. Zu? 180. 180, ja. Und der niedrige? Den habe ich jetzt nicht gemacht, ich habe nur den oberen gemacht. Das ist schon sehr hoch da. Ja. Haben Sie öfter mit einem hohen Blutdruck? Das ist nicht normal, das ist sonst immer niedriger. Okay. Mhm. Gibt es irgendein Krankenhaus, wo es gar nicht hin möchten? Wurscht, oder? Ja, also im Krankenhaus bleibe ich nicht, wenn's. Na, aber man muss es halt nähen. Man muss die Wunde versorgen. Wieder haben. Taxi oder öffentliche? Können es bei der Krankenkasse einreichen? Ich fahre nicht öffentlich. Ich bilde dir eine Stütze die ganze Zeit. Ja, Sie können, das Krankenhaus kann Ihnen ein Taxi rufen. Das fahrt Sie heim. Oder einen Krankentransport. Das geht auch. Ja, ich bleib da. Das ist nicht schlimm, das ist nur bloß der Platzwunden. Ja, das ist. Er will nicht, Marco. Ja, aber. Nee, aber. Er kann selber entscheiden. Mhm. Marco greift in die Trickkiste. Und jetzt schauen Sie mal her, wie oft kämen wir denn noch in die Situation, dass wir mit so einer jungen Dame gemeinsam in einem Auto fahren dürfen? Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Gell? Wenn wir sie stützen, kommen wir da runter. Nein, ich kann schon leer gehen. Okay. Ja, nicht, dass wieder hier vorhin. Ja, deshalb. Da weiß ich, dass ich aufpassen muss. Haben Sie einen Stock oder sowas? Ein Stock, ja. Wo ist er denn? Ja, da hol ich einen draußen. Da. Also, du meinst auch nicht, dass es was Ernsteres ist, oder? Also, meine, das kann man so jetzt nicht sagen. Die Vitalfunktionen, die waren alle in Ordnung jetzt. Er selber, ihm geht's auch gut, sagt er. Mei, ich glaube, mit 95 kann man das schon einschätzen. Mhm. Ja. Erfolgreich überzeugt. Das ist der Stock. So, sollen wir die Hörgeräte der mal wieder rein, oder? Ja, ja, danke, ja. Ja. Der Mann hat einen Rollstuhl abgelehnt. Nach Marcos Überredungskünsten geht er sogar zu Fuß zum Rettungswagen. So, hereinspaziert. Die warme Stube. Genau. Genau, Obacht, die zweite Stube, genau. Dann dürfen wir da drüben hinsitzen. Geschafft. Oh mein, mein. Zum Glück konnte der Mann dank Hausnotruf Hilfe alarmieren. Jeder zweite ältere Mensch, der gestürzt ist, kann nicht mehr alleine aufstehen. Dann dürfen wir schon mal zum Kollegen gehen, der hilft dir noch. Kein leichter Fall, aber mit einem guten Ende. Lustiger. Das war ein sehr netter, lustiger Patient. Ja. Wollte nicht unbedingt mit ins Krankenhaus, aber manchmal hilft es halt nichts. Es ist 23.30 Uhr und wieder ein Notruf. Verdacht auf Herzinfarkt. Das bedeutet Blaulichtfahrt, denn jetzt zählt jede Minute. Wir fahren jetzt auf Verdacht Herzinfarkt, mit dem Notarzt schon initial alarmiert. Der Patient hat wohl Schmerzen auf der Brust, ausstrahlenden Hals und Kiefer. Genau, also es sind tatsächlich typische Zeichen schon für den Herzinfarkt. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie das vor Ort dann so ausschaut.
Der Herzinfarkt zählt in Deutschland immer noch zu den häufigsten Todesursachen. Schuld ist ein plötzlicher Verschluss der Herzkranzgefäße, die den Herzmuskel mit Blut versorgen. Im schlimmsten Fall kann dadurch das Herz sogar stehen bleiben. Ein schnelles Eingreifen ist deshalb überlebenswichtig, um ein mögliches Absterben des Herzmuskels zu verhindern. Sophia und Marco beeilen sich. Grüß Gott, hallo. Wo dürfen wir hin? Oben rauf. Erster Stock. Und dann rechts, links. Ah, okay. Grüß Sie. Sehen Sie mal, was passiert ist. Ich hab gestern schon mal so plötzlich so ein Brennen gehabt und dann musste ich so furchtbar husten. Mhm. Dann hat man bis zu den Ohren gebrannt und heute, jetzt vor einer halben Stunde, glaube ich, ging das wieder los und ja. Dann habe ich ein bisschen erbrochen. Rhythmisch und krieg dann so einen wahnsinnigen Hustenreiz. Mhm. Also, ja. Das tut dampft weh und das brennt dann über diese ganze Brust. Brennen bis zu den Ohren. Mhm. Und aber ein Druck jetzt auf der Brust? Ein bisschen. Ich gehe gerade mal ein bisschen am Bauch dran. 36. Und das tut so weh. Mhm. Ah. Genau, das war der Notarzt. Wollen Sie sich mal ein bisschen aufrichten? Vielleicht schauen Sie mal her. Dann kriegen Sie ein bisschen besser Luft, gell? Schauen Sie mal her. Da. Sollen Sie jetzt einfach zurücklegen? Ich hab bloß so Angst, dass ich husten muss, weil das tut so weh. Das tut weh. Hallo. Hallo. Marco, magst du schnell? Ja, also die Frau klagt über ein eher thorakales Brennen, was stärker wird, insbesondere beim Husten. Hoppala. Hören wir mal parallel auf ihre Lunge. Ja, nicht erschrecken. Wo ist jetzt der sechste? Mal tief ein- und ausatmen. Die Notfallsanitäter messen den Blutdruck und machen ein EKG. Ist alles in Ordnung? Dann hören wir nochmal auf ihr Herz. 155. Der Druck. Ist dann schlimmer geworden. Ja. Dann haben Sie jetzt immer noch das Gefühl, dass Ihnen so ein bisschen schlechtes Übel oder Erbrechen oder ähnliches immer noch. Okay. Was haben Sie denn heute Abend gegessen? Wir waren mit Freunden beim Essen und ich habe Speeribs gegessen. 126. Ja. Kommt auch nicht vom Herzen, sondern das ist tatsächlich sozusagen die Beschwerden, weil sie vorhin wahrscheinlich etwas schärfer gegessen haben. Dann kommt diese Magensäureproduktion und dann haben sie sich doch wahrscheinlich ein bisschen dabei verschluckt und das macht jetzt so einen unangenehmen Hustenreiz. Ja. Warum brennt das dann so furchtbar? Ja, weil das alles dann nach oben gekommen ist und das ist jetzt alles wie so ein bisschen verätzt da oben. Ja. Mhm. Das geht aber schnell wieder hin normalerweise. Ins Krankenhaus müssen sie Gott sei Dank nicht. Ja. Gott sei Dank. Sie können zu Blause bleiben, vom Herzen also, her kommt es auch nicht. Zwar unangenehm, aber das ist jetzt nichts Bedrohliches. Schweres Sodbrennen kann ähnliche Symptome haben wie ein Herzinfarkt. Kaum ist das geklärt, ändert sich die Stimmung. Ich habe eine Enkelin, die ist auch mit Herzinfarkt. Wirklich? Echt? Ja. Wo arbeitet die? In Deckendorf. Deckendorf. In Deckendorf, wirklich, da komme ich her. Nicht da schlecht. Da bin ich ganz stolz drauf. Das ist schön. Gut, dann sind wir schon mal weg. Genau, gute Nacht. Gell? Schlaf gute Nacht, alles Gute. Da die Patientin in der Vergangenheit Herzprobleme hatte, war der Einsatz gerechtfertigt. Sie hat schon zwei Herzkatheter bekommen nach einem Herzinfarkt und hat auch eine typische Medikation für so druckenge Gefühle, also für so Herzproblematiken. Und deshalb war sie natürlich besorgt, dass es wieder was in die Richtung sein könnte. Aber da konnten wir ja Gott sei Dank gemeinsam mit dem Notarzt dann sehr schnell in Warnung geben, dass es das eben nicht ist und es auch nichts Lebensbedrohliches ist. Ein erfolgreicher Einsatz. Die zwei Münchner Notfallsanitäter Marco und Sophia sind nach ihrer langen Schicht zufrieden. Also ich hatte jetzt 4 Tage Dienst, dann habe ich jetzt 4 Tage frei. Und da freut man sich natürlich immer drauf, mal wieder ein bisschen Zeit für sich, Zeit für die Familie, für Freunde. Deswegen, ja, ist doch das Schönste dann.
Wenn belastende Ereignisse kommen, muss man dann natürlich ein bisschen drüber reden. Aber prinzipiell nach den normalen Routinediensten, sage ich jetzt mal, macht man die Wachtür zu, geht dann nach Hause und lässt das Erlebte dann oder die Arbeit in der Arbeit und das Private bleibt zu Hause dann ohne die Arbeit.